Herzlich willkommen zu Mach das nicht in diesem Spiel. Nicht machen, aber trotzdem spielen. Heute mit Starfield. Nach langem Warten ist es endlich draußen, auch wenn wir nicht danach gefragt haben. Die Vorfreude auf Starfield war groß, auch bei allen, die sich eher ein neues Elder Scrolls gewünscht haben. Das wurde ja vor vielen Jahren angekündigt, kam bisher aber nicht. Aber wenn immer ein neues Rollenspiel erscheint, werden jede Menge Videos veröffentlicht, die Spielern helfen sollen, sich zurechtzufinden. In diesem Video machen wir das nicht. Hier erfahrt ihr, was ihr nicht in Starfield machen solltet, um euer eigenes Spielerlebnis nicht negativ zu beeinträchtigen. Also schnallt euch an, damit ihr nicht vom Sitz fällt und los geht's! Okay, als erstes solltet ihr dieses Game nicht kaufen. Warum nicht? Weil es von Bethesda ist und das sind die einzigen Game-Entwickler, die es ihrer Community überlassen, ihre Spiele zum Laufen zu bringen. Außerdem gehört Bethesda nun zu Microsoft und von denen sollte man wirklich nichts kaufen. Die haben mittlerweile ihre Finger überall drin und sind purer Kapitalismus, welcher wir diesem Nerd hier zu verdanken haben, der sich über die Jahrzehnte sogar vom Tech-Lord zum Impflord entwickelt hat. Aber euch sowas zu sagen ist, als würde man nicht schon seit Jahren darauf hinweisen, dass man nicht Fortnite spielen oder Epic Games benutzen soll und ihr Trottel es trotzdem tut. Und dann wundern sich immer alle, warum alles immer mehr Kacke wird und nicht besser. Nun ja, nicht persönlich nehmen, manche wissen es einfach nicht besser. Ihr solltet Starfield übrigens nicht auf den Konsolen spielen. Besonders nicht auf der Xbox, weil das ist ja ein Produkt von Microsoft. Abgesehen davon läuft Starfield sogar auf den neuen Konsolen nur mit 30 FPS und das wollt ihr nicht. Macht es stattdessen so wie ich und kauft euch einen leistungsstarken PC für ca. 5000 Euro. Dann könnt ihr Starfield auf maximalen Einstellungen mit 60 FPS spielen und irgendwann sogar modden. Sogar ich habe für dieses Video schon eine Mod installiert, nämlich das Überspringen der ganzen Intros und der Eigenwerbung. Und weil Skyrim ja im Grunde auch nur durch das Modding richtig gut wurde, empfehle ich euch, es nicht auf den Konsolen zu spielen. Kommen wir nun aber endlich zum Spiel selbst und warum man bestimmte Dinge nicht machen sollte. Zu Beginn wird schnell klar, dass man keinen auserwählten Helden wie in Skyrim oder Fallout spielt, sondern einen Proletarier aus der Arbeiterklasse. Das begrüße ich zwar sehr, würde euch aber raten, nicht in diesem Spiel zu arbeiten. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Es gibt in Starfield mehr Jobs, als man machen kann und vor allem gibt es mehr, als man sie im Real Life bekommt, also keinen Grund, sich zu bemühen. Wartet lieber, bis dieser Typ vorbeikommt und euch ein kostenloses Schiff in die Hand drückt, damit ihr euch aus dem schmutzigen Proletariat befreien könnt und die Weiten des Wogenweltalls erkunden könnt. Aber zuvor müsst ihr noch einen Charakter erstellen und hier rate ich euch, tut dies nicht. Der Charaktereditor ist veraltet und nicht mal ansatzweise so fortschrittlich wie in Fallout 4. Hier hat man scheinbar Wert darauf gelegt, dass man sich einen möglichst hässlichen Charakter erstellen kann. Die Augen sind größtenteils hässlich und von den Nasen will ich gar nicht erst anfangen. Außerdem kann man sich einen weißen Mann erstellen, zu dem seine Pronomen festlegen und aufgrund dieser ganzen Merkmale würde ich grundsätzlich davon abraten, sich einen Charakter für dieses Spiel zu erstellen. Also macht das besser nicht. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Fucking current day Californian shit! Cause that's all we fucking know! Cause we're boring! We're so fucking boring! Ich glaube, ich habe mir gerade echt ein Ei eingeklemmt, scheiße Junge. Wenn ihr das erste Mal mit eurem Schiff im Weltraum seid, versucht es bitte nicht zu fliegen. Das geht nämlich nicht. Viele neue Spieler machen hier den Fehler, den Antrieb des Schiffes fürs Fliegen zu benutzen, aber das geht nicht. Du musst erst in deine Sternenkarte gehen und festlegen, wohin die Reise gehen soll, damit das Schiff davon alleine hinfliegen kann. Du fliegst die Kiste nämlich selber nicht, außer wenn du gegen andere Schiffe kämpfen oder andocken musst, aber das war's auch schon. Nicht mehr und nicht weniger. Im Grunde ist das Raumschiff nur ein Schnellreisesystem mit unüberspringbaren Zwischensequenzen und ansonsten nicht zum Fliegen geeignet. Wenn du sowas und mehr Realismus im Weltraum spielst, spiel lieber Star Citizen. Da hat sich Starfield ohnehin viel abgeschaut. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass sich Bethesda diese Wissenschaft bei der NASA geholt hat, oder? Eure erste Mission besteht darin, auf einen hässlichen Planeten zu landen und ein paar Raumpiraten unschädlich zu machen. Da wir diesen Abschnitt bereits aus dem Gameplay-Trailer kennen, rate ich euch, das nicht zu tun, da wir ja bereits wissen, was dort passieren wird. Anschließend kann man endlich in die Zivilisation reisen und New Atlantis besuchen. Dort muss man nur ein Puzzleteil bei irgendwelchen Schickimickis abgeben und bekommt natürlich eine Begleiterin namens Sarah. Ich rate euch allerdings, sie nicht mitzunehmen. Sie mag es nicht, wenn man etwas Illegales anstellt und ihr werdet etwas Illegales anstellen, ob ihr wollt oder nicht.
Außerdem hat sie narzisstische Tendenzen und muss sich bei Dialogen ständig ins Gespräch rein teleportieren. Sowas geht nicht. Spätestens hier sollte man merken, was man in Starfield auf jeden Fall nicht machen sollte. Das Spiel auf Deutsch spielen. Denn die Lippensynchronität lässt Fallout 4 wie Alan Noir aussehen und zudem tut es einen in den Ohren weh, wenn man die Leute ständig Deutsch quatschen hört. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Zum Glück kann man schnell zurück ins Hauptmenü und die Sprache einfach auf Englisch umstellen. Ist sowieso besser, wenn hier jeder Englisch redet. Ich meine, der Weltraum wurde komplett neu kolonisiert und alle sprechen Deutsch? Hallo? Merkst du selber, dass das nicht geht, oder? Außerdem, den ersten illegalen Job, bei dem man etwas klauen muss, bekommen wir ausgerechnet von einer schwarzen Person. Sowas geht auch nicht und deswegen rate ich euch, das nicht zu tun. Da es viele Random-Missionen gibt, rate ich euch gänzlich davon ab, diese zu spielen. Diese Frau gibt uns beispielsweise die Aufgabe, auf der unteren Ebene eine Reihe von Schaltern zu betätigen, ohne dass was Aufregendes passiert. Reine Beschäftigungstherapie, also verzichtet nach Möglichkeit darauf, diese Mission zu spielen. Besonders weil man später bei dieser Aufgabe ein Schloss knacken muss und du zu diesem Zeitpunkt weder die nicht intuitive Lockpick-Mechanik verstehst, noch genügend Lockpicks dabei haben wirst. Also mach das bitte nicht. Gleiches gilt auch für den Wissenschaftler bei den Bäumen. Der will, dass wir rumlaufen und Sachen für ihn einsammeln. Solche Aufgaben braucht man wirklich nicht. Geht lieber zu eurem Raumschiff und spielt Story-Missionen. Oder, das wäre deutlich besser, macht es nicht. Solltet ihr im Verlauf der Story zum Mars fliegen, macht es bitte nicht. Da muss man nämlich nur kurz hin, um mit einem Typen kurz zu sprechen und das lohnt sich einfach nicht. Später müsst ihr eine Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes besuchen. Hier solltet ihr nicht auf dem Mond landen. Alleine schon, weil es wahnsinnig unoriginell ist. Da war wirklich schon jeder vor dir, sogar die Inder. Also lande dort bitte nicht. Da sich der Planet Erde direkt um die Ecke befindet, solltest du dort unbedingt nicht landen. Da gibt es rein gar nichts außer Wüste, weil Klimawandel. Auch auf das Bauen einer Basis sollte man da verzichten. Es sei denn, du hast illegale Ware bei dir, so wie ich, und willst sie irgendwo sicher lagern. Aber dann muss man sich so einen Außenposten halt nicht auf der Erde bauen. Sei lieber froh, dass du da nicht mehr wohnen musst. Man darf in Starfield auch nicht trinken, schon gar nicht Alkohol. Der kommt, so wie hier das Bier, in kleinen Tetrapack-Trinkboxen mit Strohhalm. Keine Ahnung, was davon jetzt schlimmer ist. Du solltest in diesem Spiel übrigens auch nicht rennen. Das verbraucht nur unnötig Sauerstoff, welcher im Grunde als Ausdauer dient und die ist, wie in Skyrim und Fallout, nun mal in 0, nichts weg und dann bist du am Ende. Als nächstes haben wir auf unserer Liste den käuflichen Erwerb von Raumschiffen. Macht das bitte nicht und spart euer Geld. Man bekommt zu Beginn ein Schiff geschenkt und das reicht vollkommen aus, um von A nach B zu fliegen, auch wenn du es nicht mal selber machen kannst. Solltet ihr diesen Typen begegnen, der mit euch eine Mission spielen will, macht es nicht. Er will mit euch zu einem Yippie-Yay-Yay-Wildwestplaneten fliegen, und da wollt ihr wirklich nicht sein. Außerdem will er immer seine kleine Tochter dabei haben und das willst du wirklich nicht. Mehr möchte ich jetzt aber nicht verraten, damit ich euch nicht zu sehr spoiler. Wenn euch dieses Video nicht geholfen hat, einen guten Einstieg in Starfield zu bekommen, dann müsst ihr dieses Video auch nicht mit einem Like belohnen. Ich hoffe jedoch, dass ihr nicht dieselben Fehler wie ich macht und ausreichend darüber informiert seid, was man in Starfield auf jeden Fall nicht machen sollte. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich vielleicht darüber rede, was in Assassin's Creed Mirage nicht richtig ist oder auch nicht.